Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Blubberwelt. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Blubberwelt. In diesem Video zeige ich euch die Abläufe, ich will aber auch nicht zu viel verraten und abschließend gibt es dann auch ein Fazit. Blubberwelt ist ausgezeichnet worden in Frankreich. Astor, Kinderspiel des Jahres 2022. Es ist erschienen bei Blue Orange im Vertrieb über Asmodee. Ist da 4 Jahre angegeben, das Spiel. Für 1 bis 2 Personen. Merkt ihr gleich, ich werde auch nachher gleich was dazu sagen. Kann man also, kann das Kind sogar sehr gut alleine spielen. 10 Minuten Spielzeit ist hinterlegt. Autor Matthew Dunstan, Illustration Simon Ducci. Und ihr seht schon mal hier ausgelegt die Karten. Das heißt, diesen Einführungsfall, den möchte ich euch präsentieren. Und hier sind letztendlich auch 3 weitere Fälle dann hinterlegt. Was macht man hier in diesem Spiel? Man geht ja auf eine Entdeckungsreise. Man entdeckt Karten und Blubberblasen bringen einem hoffentlich an das richtige Ziel. Weil es gibt auch Sackgassen und die Sackgassen versucht man zu vermeiden. Weil letztendlich, umso mehr Sackgassen, rote Karte ich je nachdem vor mir liegen habe, desto schlechter das Ergebnis. Das heißt, kriegt ihr den goldenen Pokal, kriegt ihr, wenn ihr alles perfekt den idealen Lösungsweg gegangen seid. Habt ihr aber viele rote oder einige rote Karten dann aufgedeckt, dann führt das eher zu einem silbernen oder einem bronzenen Pokal. Also eine Belohnung in einer gewissen Form ist auf jeden Fall gegeben. So, und schauen wir uns den Fall an, den Einführungsfall. Und da verrate ich jetzt auch nicht zu viel. Ihr nehmt erst einmal die Karte mit dem Schachbrett, deckt die auf. Das ist euer Ziel. Die zwei müsst ihr finden, die zwei Symbole, Koffer und der Teddy. So, und was ist jetzt hier abgebildet? Jetzt müsst ihr natürlich suchen, beziehungsweise euch entscheiden. Hier haben wir das Bett, eine Blubberblase ist hier hinterlegt. Oder ihr wählt die Tür. Ja, was wohl hinter der Tür ist. Ich bin genauso vielleicht neugierig wie ihr. Das heißt, ich nehme die Karte mit der Tür und decke die letztendlich dann auf. Okay, hier ist der Fernseher und hier ist die Person. Ja, die Person. Vielleicht hat die irgendwas zu tun mit dieser Aktentasche. Deswegen, also die Karte wird ja dann aufgedeckt. Deswegen spreche ich vielleicht mit der Person. Vielleicht finde ich jetzt da den Weg näher zum Aktenkoffer. Und perfekt. Ihr habt also das erste Ziel letztendlich gefunden. So, jetzt ist die Frage, was man aufdeckt. Ich brauche hier noch den Teddy. Und wir erinnern uns, am Anfang lag er hier die erste Karte. Und meistens ist doch ein Teddy im Bett hinterlegt. Was meint ihr? Ich weiß es natürlich schon. Ich decke also hier die Karte mit dem Bett auf, drehe die um und da befindet sich der Teddy. Perfekt gespielt. Ihr habt die 2 Sternchen bzw. die 2 Suchbegriffe gefunden. Was wäre denn hinter dem Fernseher gewesen? Wir haben ja noch eine Karte übrig. Hinter dem Fernseher, ja, falsche Fährte, rot. Wäre also nicht der perfekte Weg. Und habt ihr das absolviert? Ihr könnt auch parallel, wenn es jetzt euch zu schwer war, auch hier nochmal, gibt es sogar den Lösungsweg dann nochmal hinterlegt, nochmal angezeigt, wie ihr was macht. Und hier unten, da ist doch das, was ich gerade erklärt habe. Abhängig von den Karten bekommt ihr einen goldenen, silbernen oder einen bronzenen Pokal. Und seid ihr jetzt drin in dem Spiel und wisst, um was es geht, die Anleitung ist ja auch nicht umfangreich, dann sucht ihr euch ein Abenteuer aus. Und zwar vielleicht die Piraten oder Baum oder dieser Geburtstag. Mal schauen. Also da möchte ich natürlich nicht zu viel verraten. Ihr legt die Piratenkarte aus. Das sind die 3 Suchbegriffe. Und ihr dreht die um. Und jetzt erkennt ihr schon hier, hier gibt es natürlich schon ein bisschen mehr zu entdecken. Und die Vielzahl an Karten führen euch nicht immer auf die richtige Fährte. Es gibt noch eine kleine Besonderheit. Mal schauen, ich wollte euch ja nicht zu viel verraten. Abhängig natürlich von den Karten findet ihr einen richtigen Weg oder einen falschen Weg, bekommt Hinweise mit solchen Sprechblasen, das heißt mit den Personen, die ihr dann spricht, die führen euch auf die oder auf die andere Fährte. Das kann mal positiv und mal negativ sein. Und wenn ich mich hier anschaue, wie viele rote Karten hinterlegt sind, ja, da steckt schon eine kleine Herausforderung dabei, die ihr vielleicht meistern werdet. In irgendeiner Weise, Art und Weise werdet ihr sie meistern, aber letztendlich, ob ich jetzt einen goldenen oder bronzenen Pokal habe, ja, wenn ich einen Bronzenpokal habe, dann probiert es vielleicht neu. Noch einmal, vielleicht findet ihr auch den richtigen Weg, den perfekten Weg und kümmert euch dann vielleicht um das zweite oder vielleicht um das dritte Abenteuer. Und das waren auch schon alle Regeln.
Und damit bin ich auch schon beim Fazit von Blubberwelt. Sicherlich eine Herausforderung, 4 Jahre, aber ich sag's ja, bei vielen Kinderspielen traut den Kindern durchaus was zu, wenn sie schon ein bisschen Spielerfahrung haben. Das Spielen beginnt ja oft so ab 2, 2,5 Jahren, so war es bei uns der Fall. Und das ist ja durchaus eine Herausforderung, die man vielleicht gemeinsam mit den Eltern angeht. 4 Jahre ist angegeben, durchaus Tendenz 4, 5, je nachdem Jahre, und genau dieses Entdeckung, das gab es bei vielen anderen Spielen, gerade im Erwachsenenbereich ist es sehr beliebt, was jetzt solche Escape oder solche Unlock-Spiele dann angeht, wo man gewisse Richtungen geht, gewisse Kombinationen bilden muss. Es gibt aber bei weitem noch mehr Spiele, aber für den Kinderbereich an sich gibt es sowas wenig. Außer jetzt. Jetzt letztendlich liegt es vor uns. Blubberwelt sehr erfolgreich in Frankreich, Kinderspiel des Jahres. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass aufgrund des Erfolges sicherlich die eine oder andere Erweiterung, das heißt weitere, wie nennt sich's, Entdeckungsreisen oder Abenteuer daraus noch resultieren. Weil wenn man letztendlich den Einführungsfall gespielt hat, dann spielt ihr jetzt vielleicht 2-mal, abhängig vom Kind natürlich, hängt immer von der Entwicklung des jeweiligen Kindes ab und kümmert euch dann um diese 3 anderen Fälle und überlegt natürlich, welche Karte, was macht euch neugierig, was interessiert das Kind, was macht das Kind neugierig, und so könnte man auch, kann man sehr gut letztendlich auch zu zweit spielen. Das heißt, alleine das Kind, meistens allerdings zu zweit oder zu dritt, dass man da Hilfestellung gibt. Wenn man da mit mehr Personen spielt, dann zieht man abwechselnd oder einigt euch auf die jeweilige Karte. So sollte das Ganze ablaufen, deswegen für 1 bis 2 Personen hinterlegt und von der Spielzeit recht schnell 10 Minuten. Und man will natürlich irgendwann auch den hoffentlich goldenen Pokal dann haben, aber hier gilt auch, wenn ihr Lust habt, probiert es dann einfach nochmal neu. Ganz klar, wenn ihr die 3 Fälle dann zum irgendeinem späteren Zeitpunkt, aber ist auch gar nicht mal so teuer das Spiel, durchgespielt habt, dann wollt ihr je nachdem mehr. Aber ich habe ja gesagt, zum aktuellen Zeitpunkt des Videos muss man einfach schauen, wie die Entwicklung da weitergeht. Wie gesagt, französischer Verlag Blue Orange, aber deutscher Vertrieb ist Asmodee. Schauen wir einfach mal, wie erfolgreich das Spiel letztendlich auch bei uns in Deutschland, beispielsweise Österreich, Schweiz etc. dann auch verläuft. Dem einen oder anderen habe ich es vielleicht schmackhaft gemacht. Durchaus ein cooles Spielerlebnis. Acht, ihr wisst jetzt aber je nachdem selber aufgrund des Videos, ob das je nachdem für euch, für euer Kind, je nachdem, oder als Geschenk geeignet ist. Das, was ich gesehen habe letztendlich, direkt mitgespielt habe ich nicht, nur gesehen und zugeschaut. Das war schon spannend zu sehen, durchaus eine Herausforderung. Aber das bin ich wieder beim Punkt, das hängt auch immer wieder von der Entwicklung des Kindes ab. Probiert es einfach mal aus, geht es gemeinsam an, locker mit dem Einführungsfall, und da merkt ihr durchaus, ob das passt oder ob es denn nicht passt. Und wenn ihr es euch holen wollt, je nachdem beim Händler vor Ort oder ihr schaut über die unten genannten Links, da unterstützt ihr uns ja automatisch. Das zu allen Infos, kleine Verpackung, Blubberwelt, ein kleineres Spiel, hätte man wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet, aber letztendlich Kinderspiel des Jahres in Frankreich. Was eure Meinung dazu ist, ihr dürft es gerne natürlich wie immer in den Kommentaren hinterlegen. Ansonsten war es das zu allen Informationen. Ich sage danke euch fürs Zuschauen, macht's gut und bis bald.